Ja, ich muss gucken, ob es da überhaupt was gibt. Wo ist er denn? Ja. Oh, ganz versteckt. Also am Getriebe ist eine Markierung. Ja, und hier ist eine zweite Markierung. Ja. Die Nockenwelle muss ja zur Kuppelwelle parallel stehen. Mhm. Wir haben ja hier kein Lineal. Und hier ist ja die Kombizündung. Ja, nächster Schritt ist hoch. Motor drehen. Erstmal Motor drehen. Ja, jetzt wird so lange, bis wir. Also erstmal hoch, Unterfahrschutz ab. Und dann müssen wir uns den Motor dahin drehen, wo wir ihn haben wollen. Okay. Dass wir den auf OT drehen. Und dann können wir den Zahn im Wochen. Mhm. Ja. Warum denn? Willst du deine Kamera in Sicherheit bringen oder soll die den Absturz vom Auto fotografieren? Den Abschluss vom Auto oder so filmen? Natürlich. Was soll ich hochdrücken? Kamera Action? Kamera Action, Klappe. Die erste. Also. So, ach so, müssen wir jetzt anfangen. Du musst jetzt moderieren. Ach so. So, also wir befinden uns hier vor dem Motor eines T4, 2,5 Liter Benziner. Also vor einem Motor, der nicht an einen T4 reingehört. So. Ja, Öl natürlich, ja, hier läuft ja der Zahnriemen lang, alle dergleichen. Der Zahnriemen wird dann nass mit Öl, löst sich dann auf, dann hat man Zahnriemenriss innerhalb sehr kurzer Zeit. Der Grund ist, wie du hier siehst, das ganze Öl. Ja. Und hinter dem Kuppelwellenrad ist ein Simmering. Und da läuft das ganze Öl raus. Das sieht so. Man das irgendwie so, wie es hier unten rausläuft? Da hättest du mal eine vernünftige Kamera geholt. Und die tun wir auf jeden Fall auch tauschen, die Simmeringe. Nicht nur den Zahnriemen, weil dann ist der Ölverlust nicht. Also tauschen wir jetzt auch noch die Simmeringe. Unten wie oben. Oben ist noch einer. Wasserpumpe, alles. Und bei dem schönen Motor, weil der so überall ölt, müssen wir leider auch die Ölpumpendichtung, Ölwanddichtung, alles tauschen. Öldruckschalter. Schalter. Die war. Das ist einiges. Genau. Das machen wir. Spezialwerkzeug.
wir wieder zum Öffentlichen, ne? Würde ich sagen. Silikonien um oder was sind das? Komm, Silikon müssen wir auch zählen. Silikon macht das schon. Silikon, die neue Dichtung in Ihrem Automobil. Denn nur mit Silikon wird es wirklich dicht. Ist ja total versaut. Das will. Wir sind ja alle draußen, das weiße Zeug. Sieht man nicht? Ja, passt das schon drauf. Toll. Morgen. Guten Morgen. So, das kann man jetzt auch eigentlich immer Autovlogs nennen, weil jedes Mal irgendwie bin ich im Auto unterwegs, wenn ich das anmache. Wir fahren jetzt mit Ona ins Krankenhaus. Die hat nämlich heute Termin. Zur Kontrolle, Ultraschall, weil, wie gesagt, die ist ja... hat ja ein bisschen Nierenprobleme eigentlich oder so. Oder eigentlich Blasenprobleme. Nee. Eigentlich sind es die Harnleiter. Auch noch. Wie auch immer, wir müssen jetzt ins Krankenhaus und dann wird es untersucht, ob da alles in Ordnung ist und dann kommen wir wieder nach Hause.
So Kacke am Schuh? Nee, ich hab das gesehen, dass es da ist. Ja, richtig in Scheiße gelaufen. Ich hab schon gedacht, du warst es vielleicht. Ich weiß nicht, mir ist schon vorher aufgefallen. Deswegen hab ich gedacht, du warst es. Guck mal. Meine, ja, deine Blätter sind. Meine Herbstdeko. Ich dachte erstmal, das wäre außen. Was? Das ist so witzig, dass wir beide denken. Genau, meine Pappenheimer. Ich drehe eigentlich selten einen Kacke. Meine Kackeheimer. Erinnere mich ans Tankenlein. Hier gibt es keine Tankstellen mehr. Auf dem Weg zu Dings habe ich wieder gedacht, ja, ich muss tanken. Ach, die ist ja nicht mehr da. Die Tempelhofer da neben Burger King. Ach, nee. Ja, die ist doch ja nicht mehr da. Die ist ja nicht mehr da. Die ist nicht da. Kein Erdöl mehr. Die, genau. Das denke ich mir auch. Der große Tankstellensterben. Habe ich heute auf dem Rückweg gedacht. Macht der Staat dann, wenn es gar keine, naja, der Steuer macht, mehr gibt? Ne, der macht Steuern auf irgendwelchen anderen Scheiß, auf Luft oder sowas. Ja. Guck mal, Polizei oder was? Ja, tatsächlich. Polizei. Für ein Irrsinn. Wer macht denn so was? Ja, da müsste die Polizei kommen. Es gibt keine Wohnungen. Und dann wollen sie die Schüsse. 50 Euro warm, 50 Quadratmeter. Wie viel? 50, 52 oder so. Wie viel? 150 Euro. Wahrscheinlich sogar noch günstig. Wahrscheinlich, ja. Da direkt am Rathaus. Der kriegt doch gar keine Genehmigung dafür. 1800 Leute da. Das ist ja eine Veranstaltung. Die hat er nacheinander einbestellt schon. Ne? Es waren ja, es haben sich noch mehr Leute beworben. Wie kann der denn die nacheinander einbestellen? Naja, das waren Bewerbungen und er hat dann halt immer. Aber er kann doch nicht sagen, einmal ganz im Ernst, jetzt ab 100 Leute, ab 100 Leute muss er anmelden. Ich verstehe das auch nicht. Die Leute haben sich auch wahnsinnig aufgeregt, dass es nicht erniedrigend war eigentlich, ne? Dass man da so als Masse da hinkommt. Und manche wollten auch schon gleich wieder gehen, aber sie brauchen eine Wohnung. Ne? Ja, dann müssen sie gehen. Ich verstehe den Sinn nicht. Ich mach doch eine Vorauswahl. Ja, haben sie auch gemacht wohl. Und das sind schon die haben schon nur die Geringverdiener einbestellt und nicht die Leute, die gut verdienen und so und die wirklich eine Wohnung brauchen. Ja, aber dann sollen sie noch 50 Mann meinetwegen holen und von denen kriegt die dann die Bude. Genau, und das haben die nämlich auch gesagt, warum haben sie dann nicht die ersten 30 nur eingeladen? Ja. Und dann hat er gesagt, naja, nee, wenn, dann wäre keiner gekommen oder so. Keine Ahnung. 1800? Das ist doch nicht deren Ernst. Dafür brauchen die ja schon Versammlungsgenehmigung. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Die haben da ganz schöne Berg Rathaus besetzt. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht. Bist du sicher, dass du 1800, das nicht 180? 1700 und noch irgendwas. Hör doch auf. Da
Polizei ausgeflippt. Der gegenüber ist ja die Polizei gleich. Wahrscheinlich sind die gekommen und haben geguckt, was ist hier los für eine Demo. Nee, wir machen eine Wohnungsbesichtigung. Wie? Wohnungsbesichtigung? So eingekesselt. Das ist ja nicht gut, weil sich die Polizei mit eingeschaltet hat, weil es war ja. Da hat sich 100% die Polizei eingeschaltet, ja. Weil wir 1800 Leute auf immer irgendwo auf der Straße rumstehen. Ja. Das ist ja nicht. Das ist ja hier voll. Hier das Areal. Komplett zu. Bei uns waren 90 Mann oder was damals bei der Bude? 90? Und die saßen ja schon überall rum. Da war ja schon alles voll auf beiden Straßenseiten. Bei 90 Mann. Und die heult haben sie und die flint und dies und das und jenes. Weil sie nicht gekriegt haben. Und wenn sie jetzt, guck mal, angenommen, 90 Mann bestellst du ein, dann kommen die ja mit ihrem Partner. Das ist ja nicht so, dass du die mitgezählt hast. Du hast 90 Mietparteien einbestellt. Aber dann kommen die mit Partner, vielleicht noch ein Kind mit dabei. Oder ein Freund, der ohne was wichtig sagen will. Nee, das ist nicht schön. Na, aber da fällt mir ja die Spucke aus dem Gesicht. Ja, das sag ich. Da muss man ja Vermieter werden, bei sowas. Eigentlich nicht Vermieter. Eigentlich müsste man einfach nur Wohnung bauen, statt Geschäftshäuser. Ja. Statt wo sie noch ihr geringes Geld oder verjubeln. Also. Wirklich, die haben ja alle keine Kohle mehr heutzutage, wa? Ja, weil die Mieten so teuer sind. Und ich habe auch gelesen, dass der Mietendeckel nicht kontrolliert wird. Also ist das total bescheuert. Du kannst dich wahrscheinlich also beschweren, wenn du eine zu teure Miete hast. Kriegst recht. Genau. Aber die können die ja gar nicht leisten. Auch das muss ja auch mal. Wer soll denn nicht kontrollieren? Wer soll denn jetzt die ganzen Mietverträge durchgehen? Die Bezirke sollten eigentlich in die Verantwortung genommen werden. Toll. Aber das können die nicht kontrollieren. Das können die doch gar nicht leisten. Die können ja kaum ihre Straßen vom Müll befreien oder irgendwas. Die können nichts. Die können nicht ihre eigenen Kitas in den Bezirken nicht ordentlich kontrollieren. Nichts können sie kontrollieren. Einen Scheiß können sie kontrollieren. Und dann sollen sie noch Mietendeckel kontrollieren. Da müssen die ein eigenes Amt für gründen. Hör auf. Die Welt ist bekloppt. Ja. Welt ist bekloppt. Was ist denn das hier? Zunder. Bündel Geld? Ich wollte gerade noch 9 Cent fragen noch bei dir, aber. Die hat ja zwei lustige. Wackelt auch immer so toll. Interessenten. Nachts, also fast 1800 Interessenten nach 12 Stunden. Die Anzeige eines Berliner Hausverwalters hat einen Ansturm auf eine freie Schulwelt ausgelöst. Niemals. Ich hab mal vorsichtshalber nicht voll getankt, weil ich hier nicht der Tankstelle dem vertraue. Hier unten ist die Streut, der ist schon massenhaft Benzin ausgelaufen. Die Säule, der Diesel ist genau verrotzt ohne Ende. Schmierig. Meinst du, ist gar nicht im Auto gelandet? Und die Zapfsäule funktioniert nicht richtig. Aber Teig jetzt nicht an dieser Feld, werden sie wissen. Und ihre Tür ist kaputt. Und die funktioniert überhaupt nicht mit der Tankstelle. Hey Baby! Das ist beschäftigt. Das ist so süß. Haben Sie keine 10 Cent? Ja, ne. Nicht. Opel Corsa. Opel Corsa. Ölwechsel. Na denn? Stück raus, Öl auf.
Und hoch. Gucken wir mal, Motor, Ölablassschraube. So, also Schräubchen auf, die da. Der Filter ist hier von oben zugänglich, wa? Der ist von oben zugänglich? Kann gut sein. Einmal ist er auch sehr versteckt. Okay. Hengst. Schraubt mal einen neuen Filter drin. Macht unten eine neue die Ölablassschraube, neue Dichtung und Öl rein. Fertig. Alles geht nicht. Was kann hit nicht? Guten Morgen. Letzter Tag Praktikum. Und keiner ist da. Ich bin heute alleine mit dem Jan. So, gucken wir mal, da wer rauskommt. So. Kiddies sind in der Schule. Kekse sind auch in der Schule. Leid abheben, Cookie Day in der Schule. Alle Kekse und jeder bringt Kekse mit und die werden dann verkauft und das Geld für einen guten Zweck. Irgendwelche Schulreisen oder Aktivitäten oder verwendet. Ja. Anouk ist in ihrer anderen Schule, in ihrer neuen Schule. Freitags hat sie immer schon in der Schule, wo man dann später hinkommt, wenn man dann 6. Klasse ist oder 7. oder was? 7., 8., 9., 10. Dann hat sie schon in der Oberschule Unterricht jetzt. Jetzt muss ich quasi früh morgens immer die Kleine in die eine Schule fahren und danach mit Anouk weiterfahren zur anderen Schule. Na, warte nur, ganz kurz antippen. Wenn du willst. Jetzt 2. Ja. Hier fällt es noch runter. Warte, nu! Reicht es. Ja, ich habe nachher noch ein paar Besichtigungsaufträge, muss noch eine Baustelle leer räumen. Der Portemonnaie hier, ja. Ist hier Imbiss, Klaus? Da werden wir dann essen gehen. Da steht schon Döner. Klaus setzt aus. Und er wartet schon auf uns? Ist das Jan? Nee, das ist nicht Jan. Da wartet auch schon er. Achso, der ist noch nicht da. Deswegen steht er da. Es warten schon zwei. Ich meine, ich weiß ja nicht, was hier verabredet ist. Ach,
Ventilverlängerungen? Gibt es sowas? Was? Ventilverlängerungen. Ja. Es gibt auch längere Ventile. Aber sowas habt ihr nicht hier, oder? Nein. Es gibt aber auch längere Ventile, weil die Ventile hier drin heißen, gibt es nicht auch. Ja. Das ist der Jan. Der Jan ist jetzt über 30 und wird nicht viel älter. Und hat vor, sein Leben ein Ende zu setzen. Und hat vor, seinem Leben ein Ende zu setzen. Wie meinst du? Guck mal, wie hier hinten der hoch steht. Ja, aber vorne oder oben? Ne, vorne muss er noch. Was? Original Putzeinheiten von Tommy Tore, Putzemeister. Was für ein Ding? Tommy Putzemeister. Tommy Meister ist ein bisschen. Oder soll ich hier unten nochmal die? Mach, was du denkst. Hauptsache. Nee, da musst du sagen. Was soll ich denn sagen? Na, soll ich hier unten wegschmürgeln oder nicht? Na, schmürgeln ist immer doof. Das siehst du also nicht. Also hier oben. Ja. Hier oben. Da so, ja? Ja, so in der Richtung. Ja, genau, das ist die Handkamera von Tommy. Ist gerade ausgegangen, das Display. Ja, das Display hinten ist aus, kein Problem. Muss hinten drauf klatschen, das ist wieder an. Ah. Das läuft ja schon seit 50 Minuten. 50 Minuten gammeln wir schon rum? 49, jetzt 50. Siehst du jetzt vorne auch? Nee, ja. Oh, die Spachtel drauf war. Oder was sagst du? Nicht mehr lange, weil ich das Auto weg. So, willst du das haben? Ich würde ihn dir nicht verkaufen. Das kann ich nicht. Wenn es anfängt zu qualmen, hast du zu lange auf eine Stelle gehalten. Hier innen drin ist es verklebt. Das Innenblech mit dem Außenblech. Das ist gepunktet und dann ist es verklebt. Und das ist das, was innen ist. Was du jetzt Stück für Stück wegmachst. Das Außenblech ist durchgegammelt. Weil hier ist ja ein zweites Blech hier oben drin. Ja. Und wenn man da mit Schraubenzieher durchgeht, dann siehst du, wie er da durchwandert und dann hast du einen Innenraum. Wie weit muss ich hier noch? So, der Rost ist erstmal grob weg. Ja, grob, ne? Also. Grob ist anders, aber er ist erstmal grob weg. Und hier? Was hier? Die Ecke? Ja, da auch ein bisschen. Lecker Buttersäure. Saure Butter. Soll ich mal hier? Wenn du mit dem Auto heute nach Hause fahren willst, nicht? Achso, scheiße. Ich kann ruhig machen. Oh ja. Ja, aber ich nicht. Ja, das stimmt. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Ja, was passiert jetzt? Da. Jetzt muss es trocknen, sagt der Jan. Und dann wird abgeklebt und neu lackiert natürlich, ne? Nee, das ist nur aus Schutz. Dann muss noch Grundierung drauf und dann erst kommt. Dann kommt Grundierung drauf. Ja, Füller, Grundierung. Füller muss auf alle Fälle rauf, weil da ist ja, da sind ja Löcher drin. Ja, wie macht man die Löcher zu? Im besten Fall tut man neue Bleche einschmeißen, im Pusherfall macht man da irgendwas drauf, Spachtelmasse und so, und dann lackiert man das, wenn man das Auto weiterverkaufen will. Ja, nee, ich will nicht. Irgendwelche Hansels, die das dann einfach für
für einen Monat im Kfz-Stübchen. Der Monat ist um. Die Tage sind gezählt. Der Tommy macht wieder. Dann, wie war ich? Beurteilung. Jetzt bist du dran. Eine, bitte eine Praktikumsbeurteilung vom Werkstatt. So einen selbstständigen Praktikanten hatte ich noch nicht. Ja, echt? Ja. Also gehen halt nur mit der Hände daneben stehen, Hände in den Taschen. Hattest du auch oft in der Taschen deine Hände? Warum hast du so eine große runde Nase? Aber ansonsten immer selbstständig gut gearbeitet. Also fand ich echt geil. Ich konnte mich mal wirklich ordentlich zurücklehnen, von Weitem zugucken. Sagen, funktioniert. Habe ich gemerkt, manchmal habe ich mich ein bisschen verlassen gefühlt, muss ich sagen. Ja. Weil dachte ich mal, weil ich weiß ja die Schritte nicht genau, wie und was und wo. Ansonsten würde ich viel selbstständiger arbeiten auch. Ja, darum habe ich ja von Weitem immer geguckt. Und du hast ja gesehen, und wäre irgendwas falsch gewesen, hätte ich mal gesagt. Ich dachte mir aber, der macht das schon so und so. Andersrum wäre es einfacher gewesen, aber ist egal, lass es mal quälen. Na gut, die Wege, wie es einfacher, genau das ist es, meine. Die Wege, wie es einfacher ist, das kriegst du ja auch erst mit, dann, wenn du es schon mal gemacht hast. Weil jeder Mechaniker arbeitet anders. Ja, das sowieso. Ist das ist ja auch bei dem Fahrrad. Wenn ich dir sage, wie mach das mal so und so und so, dann zeigt dir meinen Weg. Genau. Aber du stellst ja fest an, mit meinen Händen, mit meinem Arm komme ich anders so besser. Also. Ja. Ja, Mensch, das ist, ja. Daher, also man merkt, hat richtig gemerkt, dass du halt nicht auf den Kopf gefallen bist, dass du weißt, wie, dass die Schrauben wie eine Colaflasche festziehen, wenn du die zudrehst. Und wenn du so aufdrehen willst, wird die Schraube locker. Ja, danke, danke, dass du mir das zugetraut hast, ja, als ich durch die Tür gekommen bin. Was ist das für ein Vogel, hat er gedacht. Nee, du warst ja vor mir da. Ja, ich glaube, ich war einen Tag vor dir da. Nee, einen Tag? Ja doch, eine Woche. Eine Woche? Wieso, wo warst du denn? Ich war krank. In der ersten Woche war ich krank. Mensch, da war ich eine Woche vor dir da. Habe ich die Werkstatt schon gekannt. Und als ich dann den Tag kam. Ja, stimmt, ich habe mit Uli zusammen. Da warst du ja schon da. Und dann hatte Uli mich ja schon vorher gewarnt. Ja, viel Spaß mit den Praktikanten. Und ja, nee, nicht eine Woche, sondern der Monat fing ja am Freitag an. Genau, ich war einen Tag da vorher. Ich war mit Uli einen Tag da. Uli hat dich vorher gewarnt. Am Wochenende, weil da war ich kurz hier und da war sie auch da und sagte, viel Spaß mit den Praktikanten, der quatscht viel und alles so eine Sache. Der gesagt, quatscht viel, was heißt das? Da habe ich gleich gesagt, nee, der kann dann gleich zu Philipp gehen und so, weil der mag gar nicht, der mich die ganze Zeit voll quatscht und dann soll ich da arbeiten und mich konzentrieren. Nein, ich habe natürlich Fragen gestellt. Und vor allem, man muss dazu sagen, Flo hat zu mir gesagt, du kriegst den Uli und tu mal so, als wenn du überhaupt keine Ahnung hast und stell dir mal richtig viele Fragen, weil die steht vor ihrer Prüfung. Vor allem war sie sehr geduldig, weil ich meine, ich hatte ja nur den einen Tag mit ihr und hat sie wirklich sehr geduldig. Hat sie sehr geduldig. Und sie hat auch im theoretischen Wissen ist sie viel weiter als ich. Also die weiß viel mehr Sachen und alles. Ja, das ist aber, weil sie gerade die Lehrbücher wälzt ohne Ende. Das, halt, das habe ich bei meinem Sohn ja auch gemerkt. Aber das wird auch für eine ganze Weile bleiben, weil sie lernt den jetzigen technischen Stand. Und wir bleiben ja hier gerade im Zeitgenosse bis 2013 stehen. Ja. So weiter gehen wir ja eigentlich nicht ungern. Komm erstmal morgen rum, gib dir einen Fuffi für die Federn. Naja, das war es auf alle Fälle hier aus dem Kfz-Schnüppchen und wir sehen uns dann beim nächsten Praktikum im nächsten Jahr. Natürlich sehen wir uns zwischendurch auch nochmal. Also macht es gut, bis dann. Ciao, das ist der Tommy. Guten Morgen!